Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal geht es um Normals. Was sind eigentlich Normals? Normals sind unsere Flächen, die wir haben. Bei unserem Würfel zum Beispiel sind es diese einzelnen Flächen. Und die wiederum haben eine richtige und eine falsche Seite. Wenn wir jetzt eine von diesen Flächen weglöschen, sehen wir die Innenseite des Würfels. Er ist ja nicht solide, was bedeutet, er ist nur aus Flächen aufgebaut. Jetzt haben wir aber folgendes Problem. Die Innenseiten sind in einer 3D-Engine, Unity, Unreal und so weiter, nicht sichtbar. Das bedeutet, sie sind einfach nicht optisch erkennbar, dass es die gibt. Nur die Außenseite ist sichtbar. Das liegt daran, dass jede von diesen Faces eine lichtreflektierende Seite hat und eine komplett transparente. Und das lässt sich auch nicht so einfach ändern. Deswegen müssen wir schauen, dass unser Modell immer die sichtbaren Flächen außen hat und die unsichtbare Seite muss versteckt sein, also im Inneren. Wie erkennen wir denn jetzt eigentlich, ob die richtigen Seiten draußen sind? Da gibt es eine einfache Methode. Einfach hier oben auf die Viewport Overlays klicken und dann auf Face Orientation. Rot bedeutet schlecht. Rot sind die unsichtbaren Innenseiten und blau ist in Ordnung. Da sehen wir dann später auch die massive Würfelwand. Es gibt noch eine Möglichkeit, diese Faces nochmal von Hand umzudrehen. Wenn wir die zum Beispiel aus irgendeinem Grund verschoben oder beziehungsweise geflippt haben. Also Flipped Normals sind gedrehte Normals, die einfach auf links gedreht sind. Wir markieren unser Objekt zum Beispiel und skalieren es. Immer weiter, immer kleiner, bis es links rum geht. Und jetzt haben wir ihn nach außen gestülpt und jetzt haben wir nur noch die Innenseite sichtbar. Sowas kann passieren und später im Objektmodus gibt es auch keine Möglichkeit herauszufinden, was hier eigentlich passiert ist. Er sieht aus wie ein völlig normaler Würfel mit einer Innenseite und selbst wenn wir in die Items gucken, halt wir sollten ihn natürlich auch anklicken im Objektmodus, selbst wenn wir hier anschauen, was für ein Scale er hat, dann ist er auf 111, obwohl wir ins Negative skaliert haben. Das liegt, wie im vorherigen Tutorials schon erwähnt, daran, dass Mesh und Objekt zwei verschiedene Scales haben. Innerhalb von dem Mesh können wir sehr, sehr viel verändern. Es wird das Objekt an sich außen nicht berühren. Das hat seinen eigenen Scale. Sobald wir hier wieder reingehen, können wir sehen, dass wir hier absolut nichts erkennen. Wir haben keine Möglichkeit herauszufinden, ob das nun richtig rum oder falsch rum ist, wenn wir nicht unseren Viewport entsprechend einstellen und die Face Orientation anmachen. Es gibt aber noch einen zweiten Hinweis drauf, ob wir hier ein Problem haben, und das nämlich hier bei den Normals hier unten. Dort können wir kleine Stäbchen zur Orientierung nehmen. Diese Stäbchen hier zeigen immer aus dem Face heraus, wo die Seite lichtreflektierend ist. In unserem Falle ist außen die falsche Seite, hat kein Stäbchen und innen ist die richtige Seite und hat ein Stäbchen. Wir können nun diese Normals auch einfach drehen. Das hat nichts mit der Anzeige der Stäbchen zu tun, sondern das funktioniert einfach immer im Edit-Modus, kann ich eine Face drehen oder eine Normal flippen. Dazu einfach Alt und N drücken und Flip. Im Alt N ist unser Normal-Menü. Damit können wir einfach unsere Normals manipulieren und Flip bedeutet einfach, dass wir von diesem einen markierten Face die Seite nach außen drehen. Und nun ist das Stäbchen außen, so soll es sein. Wenn wir einen neuen Würfel erstellen, dann wird er von Anfang an diese Normals richtig gesetzt haben. Das heißt, ebenfalls hier gehen wir in den Edit-Modus, gehen in den Viewport-Settings und können dort bei den Normals ebenfalls die Stäbchen anpassen. Wir haben hier überall alle nach draußen und das möchten wir natürlich bei unserem anderen Würfel ebenfalls haben. Es gibt einen einfacheren Weg, als alle einzeln zu flippen. Wir können, besonders wenn sie nicht alle in die gleiche Richtung stehen, einfach alles markieren, entweder mit L oder mit A und dann wieder Alt-N Recalculate Outside. Jetzt berechnet er einfach so, wie er glaubt, dass es passt, wo die Normals eigentlich sitzen müssten.
Das klappt bei so einfachen Objekten ganz gut, bei komplizierteren hilft es nichts, da müssen wir von Hand ran und ein paar einfach mit Alt-N-Flip wieder in die richtige Richtung setzen. Wir können uns auch noch anschauen, wie unser Objekt eigentlich in einer Game Engine dargestellt wird, wenn wir sie zum Beispiel falsch rumgeflippt haben. Wir nehmen jetzt eine von diesen Faces, wir schließen ihn erst. Wir schließen den Würfel und sehen, hier ist der Normal wieder korrekt und möchten die obere einfach falsch rumsetzen. Also nehmen wir wieder Alt-N, Flip und das Stäbchen zeigt nach innen. Unsere Stäbchenanzeige können wir hier einfach wieder deaktivieren, indem wir die Faces, dieses Face-Symbol ausschalten und haben jetzt einen ganz normalen Würfel. Dass hier oben diese Fläche falsch rum ist, sehen wir jetzt nicht. Wenn wir uns anzeigen lassen möchten, wie das später in einer Engine aussieht, müssen wir in den Material-Slot gehen, dort ein neues Material erstellen und hier Backface-Culling aktivieren. Dann gehen wir hier in den Material-Preview-Slot und sehen, genauso wird es später angezeigt. Aufgrund dieser fehlenden Oberseite sehen wir auch noch die schlecht reflektierenden Innenseiten und somit ist für uns die Hälfte von dem Würfel absolut unsichtbar. Genau das wollen wir nicht. Obwohl der Würfel im Grunde für uns völlig geschlossen aussah, sind die Normals in dem Falle falsch. Also können wir hier unsere Normals wieder mit L markieren, also beziehungsweise unser ganzes Mesh, und wieder mit Alt-N Recalculate Outside wieder alles schließen. Am Mesh hat sich nichts geändert, die Normals sind einfach nur wieder richtig. Und damit viel Spaß beim nächsten Teil.